Gott sei Dank. So, das Radio haben wir ja schon gesehen. Hier sind noch ein paar Teile, die nehmen wir noch mit. So. Genau, hier war das Radio. So, dann haben wir schon mal, ich glaube, ja, 6 von 10. Also wir sind gut dabei. Brady, langsam sorgst du hier für Unruhe. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Gefangenen Ärger machen. Weiter so. Das ist oben, aber wie komme ich... Ah, hier. Ja, das... Genau so wollte ich springen. Spiel. Genau so wollte ich springen, Spiel. Okay, da komme ich nicht hoch. Ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Das heißt also, ich muss einen anderen Weg finden. Die Frage ist nur, wo? Hier war, glaube ich, auch noch eine Tür, ne? Wo wir noch nicht geguckt hatten. Oh Gott, es ist dunkel hier. Slenderman, oh Slenderman. Ist hier irgendwas in den Spinden? Nein. Aber hier kann ich wieder das Sofa durchsuchen und den Sessel. Wie komme ich denn bitte nach oben? Hä? Hier bin ich wieder raus. Wie komme ich denn nach oben? Okay, das ist strange. Wie kommt man denn bitte hier nach oben? Kann ich hier irgendwas... Nee. Okay, das ist so merkwürdig hier, dass es das einzige Ding, was unten ist und man kommt hier nicht hin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, er springt da auch nicht dran. Und die Bretter sind, glaube ich, auch dafür da, damit man da runterrutscht. Aber wie komme ich denn nach oben? Oh, hier haben wir auch noch nicht durchsucht alles. Weil ich will unbedingt hier... Na. Achso, Wertsachen voll. Weil ich möchte unbedingt nach oben. Ich möchte nach oben. Ich will irgendwie nach oben kommen. Ich hoffe, mich sieht mal jemand und ich komme nach oben. Komme ich da hin? Ja, da komme ich auch hin. So, mal eben kurz die Lage checken, ob hier einen anderen Weg gibt. Den Sprung werde ich nie im Leben schaffen. Ich schau mal eben. Ob ich hier... Oh Gott. Ja, war klar. Diesen Sprung werde ich niemals nicht schaffen. Ich probiere das jetzt mal. Ja, war klar. Das funktioniert nicht. Also das ist nicht Sinn der Sache. Die Frage ist nur, wie ich da oben langkomme. Das heißt, es muss ja irgendwie einen anderen Weg geben. Aber wo? Die Frage ist nur, da oben geht's auch lang. Die Frage ist nur, wie kommt man da hoch? So bestimmt nicht. Und ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht gesehen werde hier. Schlaf jetzt, schlaf. Schlaf. Ganz ruhig. So, haben wir das auch noch gemacht? Ich schau mal irgendwie hier. Da ist noch irgendwie ein Gegner. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Zwei Kameras, drei Kameras. Die sich nicht bewegen. Achso, hier ist der Eingang. Achso. Ah, wie kommt man denn... Um Gottes Willen. Ernsthaft? Irgendwie da hoch? Weil ich will, das Hotel will ich machen. Ich möchte das Hotel machen. Es ist, nur... Oder vielleicht doch hier... Hallo. Vielleicht doch hier rüber? Im Geschoss der Börse befindet sich ein Vorratslager. Sieh nach, ob du dir Zugang verschaffen kannst. Ja, noch nicht. Dort gäbe es genügend Zeug, um ein paar Dutzend Gefangene zu bewaffnen. Ja, ja. Die Norks noch nicht entdeckt haben. Ich weiß. Oh, da hinten ist jemand. Scheiße.
Und der hat uns nicht gesehen. Ist klar. Wo ist der hin? Hä? Der ist... What the fuck? Der ist einfach weg. Der ist einfach weg. What the fuck? Wo ist der hin? Der war doch gerade noch hier gewesen. Willst du mich verarschen, Spiel? Alter, der war doch gerade hier. Der war doch gerade hier so auf dem Weg, so nach hier am Laufen. Und wir haben uns nur ein paar Sekunden hinter den Kiste versteckt. Und er ist einfach lost. Der ist eiskalt einfach verschwunden. Willst du mich verarschen? Okay, lol. Das war merkwürdig. Da kommt man auch irgendwie hin. Aber wie? Wie kommt man denn da hin, bitte? Ich kann doch nicht hier rüberspringen, oder? Das ist doch irgendwie, ne? Ne, also irgendwie finde ich den Weg nicht ins Hotel. Entweder bin ich zu dämlich, dass ich zu blind bin, den Weg zu finden. Vielleicht kommt das noch per Mission oder so. Und hier muss man auch irgendwie rein. Das ist ja die Börse, wo wir rein müssen. Vorbereitung zur morgendlichen Schmuggelwareninspektion. Ich spring mal hier runter. Aua. Alle Häftlinge sind für die Verstöße gegen die Boah, wie viele Radios hier sind. Wer hat gesagt, dass er tankt, dieses Mal töten wird? Der Unterschlupf befindet sich irgendwo in der Börse, wo die KVA alle eingepfercht hat. Small hat dort seinen Standort eingerichtet, weil sich dort keine Norks blicken lassen. Ja, mach die verdammte Muschi fertig, Bär! Yeah, man! Mach die Muschi fertig! War alles Arschloch? Ich sehe nichts, weil die Stange in meinem Weg ist. Mach den Wichser fertig. Ich habe $10 auf dich gesetzt. Was ist? Round 1. Fight. Töte ihn! Töte ihn! Dein Gesicht wird leiden. Ihr habt doch Langeweile, habt ihr doch. Kommt schon, jetzt geht's los! Ich mach dich kaputt. Wir können das verdammt nochmal schaffen. Ich mach dich kaputt. Das war alles ab. Lass uns das tun! Ich würde gern... Hallo? Wie komme ich denn... Brady, der Unterschlupf wird nicht einfach zu finden sein. Ja. Suche nach Symbolen oder versteckten Eingängen. Ich suche jetzt erstmal das Radio. Aber dann haben wir das nämlich. Was haben wir? Ah, hier. Okay, Wertsachen voll. Hier ist noch ein Radio. Irgendwo. Hinter dem. Irgendwie in dem Raum drin, glaube ich. Und hier ist noch eins. Oh, hier ist ja gemütlich. Hier bleibe ich. Ja, Wertsachen. Wir müssen unbedingt unsere Wertsachen verkaufen, damit wir die Taschen wieder leer haben. Ich soll noch versteckten Eingängen und sowas suchen. Ich mach dich kaputt. Sag mal, wollen die mich verarschen? Kennen die mich nicht oder was? Wieso? Ich warne dich. Ja, und was willst du jetzt? Du musst verrückt sein. Ich könnte den jetzt abmessern. Abstechen. Mache ich aber nicht. So. Oh, ein alter Spielautomat. Benutzen. Was? Nee. Was kommt jetzt? Alter, was? What the fuck? Timesplitters. Boah, wie habe ich Timesplitters geliebt? Ich wünsche mir immer noch einen neuen Teil. Alter, ich werd verrückt. Time Splitters 2! Wie cool! Alter, was habe ich das geliebt? Wie cool ist das denn bitte? Nee. Traveling through time, they have sown corruption, unraveling the fabric of our history. Our last chance is to strike back. Seize the time crystals and turn their twisted weapon against them. The fight for survival has begun. Ne. Wie geil! You are clear to go. Proceed as planned. Good luck. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ja so geil. Ich feier das. Boah, was habe ich Timesplitters geliebt früher. Boah, habe ich alle Teile von gespielt. Und auch gerne Multiplayer mit Bots und so. Das war auch so geil.
Das hat so viel Spaß gemacht. Und sogar, es gab sogar einen Karteneditor für den Multiplayer. Das war mega. Also wer Timesplitters noch nie gesehen hat oder nie gespielt hat, also er soll sich das mal anschauen. So geil. Das Lustige waren auch immer die Sprüche gewesen und die Slapstick, die in dem Spiel war. Yeah. Und es geht da um diese Kristalle und die haben sie jetzt überall in den Welten verteilt und dann reist man quasi durch die Zeit. Ne, wie geil! Aber ich darf doch hier nicht alles spielen jetzt, oder? Okay, man reist dann so ein bisschen durch die Zeit und überall in den Zeiten sind die Kristalle versteckt und das war so cool. Man reist dann irgendwie in die 90er, da hier 32 und so geil. Boah, mega. Difficult, hard, easy, normal, machen wir normal. Und es hat ein bisschen was von GoldenEye, James Bond, so ein bisschen, wenn man das gleich sieht. So cool. So geil. Mega. Also ich feiere das gerade total. Ich habe gerade so ein Grinsen, ihr seht es gerade nicht, auf dem Gesicht. Wie geil. Das ist ewig her, wo ich das gespielt habe. Ewigkeiten. Schade, warum haben sie das ganze Spiel nicht reingemacht? Man kann bestimmt nur die zwei Story-Dinger spielen. Aber wie cool. Genau, man spielt auch quasi immer einen anderen Charakter, aber richtig geil. Boah, was würde ich dafür geben, um das nochmal spielen zu dürfen? Ich meine, ich spiele es ja jetzt, aber oh, generell so geil. Loading. 1990, Oblask. Der James Bond GoldenEye Gedächtnisdamm. Und auch das mit der Kamerafahrt erinnert so dermaßen an... Und guck, wie klein die Level waren! So dermaßen an GoldenEye. Mit Kameras und tralala. So cool. Und dann gerät man mit der Kamera direkt in den Kopf und dann ging's los. Zack. Boah, wie cool das ist! Alter, ich feier da sowas von dermaßen. Geil, mega. So geil, genau, man nimmt einfach die Waffen auf, ich weiß gar nicht. Ah, okay, das geht sogar. Okay, Kamera können wir auch ausschalten. Jetzt gehen die natürlich gucken. Uah. Das Problem ist, man muss das Visier auch, also genau das Dings treffen. Das ist gar nicht so einfach mit der neuen Steuerung. Also auf dem, damals, wo ich das auf dem N64 gespielt habe, war das viel, viel irgendwie einfacher zu steuern. Das muss man jetzt... Ich weiß gar nicht, wie wechsle ich denn die Waffen hier? Ah, hier. Die gute Pew Pew.
So cool. So geil gemacht. Mega. Boah, was feiere ich das, Alter. Boah, geil. Boah, da werden Kindheitserinnerungen wach. Das ist abnormal. Okay, haben wir die Kameras. Switch off. Switch off. Oh, ich werde gerade angeschossen. Hier sieht man das mit dem James Bond Leben und so. Okay, zwei Kameras haben wir ausgeschaltet. Dann brauchen wir uns da auch nicht drum kümmern. So. Und man konnte sogar die Aktenschränke durchsuchen. Obwohl da nie was drin war. Großartig. So. Hier waren wir drin. Hier war es mit den Kameras. So geil. Schade, dass sie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ganze Spiel drin ist. Boah, dann würde ich das als extra Let's Play machen. So geil. Aber es werden wahrscheinlich nur die zwei Missionen sein. Dann ist Ende. Aha. Das wird von der anderen Seite. Okay, wir kommen dadurch oben rein. Dann machen wir das mal. Haben wir hier schon drin? Ja. Okay. So. Gucken wir mal. Hier kriegen wir noch ein bisschen Munition. Hier haben wir... Aber so sah das früher aus mit dem... So sah das... Liebe Kinder, so sahen früher die Shooter aus, die wir gespielt haben. Und es hat so viel Spaß gemacht. Es war nicht viel drin, aber es war so geil. Aber es hat einfach Spaß gemacht, weil es einfach funktionierte. Timing. Voll geil. Hat da gerade jemand geschossen? Hä? Da schießt doch einer. Aber wo? Alter. Wo denn? Sitzt, kann das sein, dass er da oben sitzt? Ich glaube, das ist Tatsache. Oh Gott, ich bin so... Oh Gott. Oh Gott, ich bin so schlecht. Oh Gott. Okay, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der neuen, mit dem neuen PlayStation 4 Controller. Eine alte Steuerung. Ich weiß gar nicht, kann man hier Optionen? Achso, ne, dann bin ich ja nur. Nee. So. Mhm. There is no power. New objective. Restore power. Okay. Total simple Objectives und so, aber hat irgendwie richtig, richtig geil gemacht. Boah, ich hab so ein Grinsen auf... Oh, Spaß, ich hab so ein Grinsen gerade auf dem... So ein Grinsen gerade auf dem Gesicht. Hua! Die darf uns nicht sehen. Genau, genau in die Linse muss man reinschießen, damit die ausgeschaltet sind. So. Aber trotzdem funktioniert das einfach noch. Es funktioniert einfach noch so gut. Die coole Musik dabei. La, 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 la. So richtig James Bond Feeling kommt jetzt wieder hoch. So richtig Goldeneye. Jetzt habe ich irgendwie richtig Bock Goldeneye zu spielen. Huch. Okay, der schießt Granaten. Ich glaube, das ist Wahnsinn. Hier ein Bonusraum mit Munition und einer AK und Schutzschild. Und hier können wir... 66%. Boah, wie cool. Ich glaube, ich werde mit Timesplitters nochmal holen. Ich glaube, auf dem Gamecube kam das damals, glaube ich, auch raus, ne? Nicht N64, Gamecube war das, glaube ich, gewesen, genau. Boah, ich muss mal gucken, dass ich mir mal so ein... Dass ich mir mal Timesplitters für den Gamecube organisiere und dann so ein HDMI-Adapter, dass ich Gamecube-Spiele auf Elgato aufnehmen kann. Ich glaube, dann werde ich Timesplitters mal Let's Playen. Also, wenn ihr das möchtet oder so, dann schreibt das mal. Das wäre so geil. Also, wenn ihr da Bock drauf habt oder so... Das wäre so cool.
Okay, Strom haben wir noch nicht. Müssen wir noch einschalten. Also schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Wir haben Granaten, haben wir auch. Können wir gleich mal werfen. Wenn ich dazu komme. Sniper-Ammo haben wir auch. Hier gab es nichts mit Waffenrad oder modifizierte Waffen oder so. Gar nichts. Hier war das einfach volle Action und fertig. Entweder er konnte es oder konnte es nicht. Na? Okay. Hier sind wir jetzt, glaube ich, drüben, ne? Genau, wir sind jetzt durch den ganzen Bunker sind wir jetzt gelaufen, da. So, da war eine Kamera, die juckt uns aber jetzt gerade nicht. Da ist auch noch eine Kamera. Die schalten wir aus. Okay. So, hier konnte man... Kann ich mich noch ganz genau dran entsinnen. Warte mal. Huch. Alter. Willst du mich verarschen? Alter. Ja, ist doch gut. Huhaha. Konnte man sogar schon die Melonen kaputt schießen. Was für eine Faszination für das Zeitalter. Voll geil. Habe ich so gemacht damals, wo ich das gespielt hatte. Können wir den Alarm, glaube ich, ausschalten? Oh, da hätte ich irgendwie Lust drauf, ganz ernsthaft. Weil ich habe hier noch einen GameCube stehen. Und das wäre schon... Oh, die Toiletten. Beziehungsweise die Duschen. Wie detailliert das einfach war für das Zeitalter, war einfach mega. Oh, Kamera... Oh nein, fuck. Okay, ich gehe mal eben den Alarm ausschalten. Oh, okay. Hat sich schon erledigt. So. Uah. Okay, Die überlegen sich immer ein bisschen, bis die halt schießen. Das fand ich immer so sehr interessant. Also die sind sich immer... Erst sind sie am Überlegen. Schieße ich jetzt oder schieße ich nicht? Und dann, wenn sie sich's überlegt haben, dann sind sie am Schießen. Aber bis dahin hast du sie schon erledigt. Das ist so geil. Boah, da hätte ich jetzt voll Lust drauf, ganz ehrlich. Auch allein die Story ist sogar von den, wie lustig das war und alles. Ich glaube, Time Splitters kostet ja auch nicht so viel irgendwie bei... Oh, hallo! Hier ist, glaube ich, ein... Ist das ein Bonusraum? Nee, wie waren das nochmal? Ich glaube, es gab sogar auch Bonusräume. Es gab auch Bonusräume. Hier müssen wir den Strom, glaube ich, einschalten. Und ich habe mich noch genau dran entsinnen, je nachdem, wie man die Gegner getroffen hat. Man hat es gerade kurz gesehen. Zum Beispiel, wenn man die in den Fuß geschossen hat, sind die so am Rumhüpfen gewesen, weil das Bein weht hat. Und für die Zeit war das schon sehr geil, muss ich sagen. Alter, was? Ach, da oben. Habe ich ja ganz vergessen. Okay. Da ist auch eins. So, jetzt aber. Aha, okay. Da brauchen wir eine Schlüsselkarte. Wie soll es anders sein? Boah, hier voll Power-Hightech Rechenzentrum. So, wir haben wieder Schutzschild bekommen, also Ammo. Ammo, hier steht jemand. Das ist so kultig einfach. Das ist so geil. Oh ja, Schrotflinte. Warum die hier sitzt, weiß ich gar nicht. Genau, und jetzt stehen die auf. Oh, Alter. Genau, die steht ja auch auf. Boah, was würde ich so gerne in den Multiplayer mal wieder ein bisschen spielen. Mit dem geilen Virus-Modus. So geil.
Releasing Lockdown. Und es war, glaube ich, sogar in Deutsch gewesen, oder? Ich kann mich da... War das in Deutsch? Es ist so lange her. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? 13, 14 oder so? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Aber so geil. Ich habe mich auch so kaputt gelacht immer. Ach, guck mal an, hier. Haben wir. Complete. Komme ich hier lang? Nee, okay. Ich meine, die stehen auch gleich auf. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zurück, glaube ich, oder? Also manchmal hat man die Kristalle so bekommen, manchmal aber auch musste man, glaube ich, kämpfen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ah ja, wir müssen ja oben die Schlüsselkarte reinstecken. Haben wir die schon? Haben wir die eigentlich schon jetzt? Ja. Natürlich. Restarting. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurück zum Fahrstuhl. Destroy the biohazard container at the dig site. Okay. Genau, du konntest ja alles abschießen sogar. Das war für die Zeit, war das schon sehr cool. Container? War das den? Nee. Ich werde mal eben in den Fahrstuhl fahren. Ich meine, mit dem Fahrstuhl war das gewesen, dass wir da raufen müssen. Wo war der Fahrstuhl? Oh, hier waren wir noch gar nicht drin. Eine Schutzweste. Aber wir sind anscheinend voll. Also wir haben genug Ammo. Ammo? Ich habe gerade die Dusche gehört. So. Wo war der fucking... Ja, genau, da ist eine Kamera. Ach genau, da gab es ja noch so Nebenquests. Ich glaube, die Antennenschüssel da und so konnte man noch so als Nebenquest auch noch so erledigen und solche... Was willst du denn? Willst du mich verarschen? Wieso fährt der Fahrstuhl auf einmal weg? Lalalala. Oder mussten wir jetzt in den Keller wieder zurück hinten? Ist da der Fahrstuhl vielleicht nach oben gekommen durch die... Ich weiß das gar nicht mehr. Schon so lange her. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir sind falsch, oder? 5? Waren wir auf Ebene 5 schon? Hö, warte, nein! Nein! Oh Gott! Ich würde gerne nach oben. Hier konnte man sogar wählen. Rauf und runter. Voll geil. Ja, natürlich. Okay. Hatte man hier eigentlich... Genau, das war das Inventar gewesen. Beziehungsweise hier konnte man dann schauen, wie viel Leben man hat, wie viel Energie. Man konnte hier sich hier die Waffen einsehen. Ne? Und Unaimed gab es auch. Time-Mine, Link. Hier konnte man dann die Missionsziele sich angucken. Ne? Incomplete, Destroy, genau, Secondary-Objekte. Burn all evidence in the filling cabins. Das sind so Nebenmissionen, die man noch hatte. Und hier stand noch das Briefing. Also es war sehr umfangreich. Und für die Zeit war das schon sehr, sehr geil. Also, mega. Na. So. La 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 la. Natürlich. Kommen da jetzt Zombies einfach. Ah, hier. Rooftop. At the rooftop. Eliminate the gunship. Oh Gott. Welches Gunship? Konnte ich die hier benutzen? Ah ja. Ja!
Und man hatte unendlich Munition. Ja! Jawoll. Das Gunship ist abgestürzt. Und wir haben's. Ah, und diesen hübschen JPG-Texturen. Aber das ist früher nie aufgefallen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. So, hier geht's da unten. Oh, so cool. Also ich hatte das mal gelesen gehabt, dass halt Timesplitters hier drin ist, aber ich habe das total vergessen. Bin ich jetzt... Na, ich vergesse das immer, dass ich hier... Aber wir sind jetzt auf der anderen Seite, ne? Jetzt müsste ja theoretischerweise... Wie oft ich hier durch diese Gänge geschlendert bin, ich... Keine Ahnung. Ewig und drei Tage her. Und es macht immer noch so viel Fun, weil es einfach... Von der Gameplay-Mechanik war es einfach so geil. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Konnte ich die zerstören? Das war doch so, ne? Oder? Warte mal eben. Probier mal was. Nein. Ich weiß gar nicht, war das nicht das mit der Antenne, dass man die Antenne auch zerstören musste? Oder war es eine andere? Ich probier das mal. Ja, doch. Genau. So, können wir jetzt wieder zurück hier, oder? Ach, ich glaube, wir müssen doch da zu diesem, wo die zwei da unten in dem Keller saßen, in diesem Keller verließ. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wo waren das nochmal? Oh Gott. Okay, ich nehme die Treppe. Lalalala. Weil es kann sein, dass da jetzt dieser Fahrstuhl oder was das war, da mit dem Seil, wo wir noch nicht hinkamen, dass das jetzt raufgefahren ist durch den Strom. Müssen wir mal gucken. Und was ich gerne gemacht habe, wie gesagt, es gab damals für den Multiplayer, der Multiplayer war so geil gewesen, das war so ein bisschen wie für die Leute, die Perfect Dark auf dem N64 kennen, war das so gewesen, du hast hier quasi, wenn du, da also Splitscreen gab es, ne, zu viert, und wenn du halt keine Freunde hattest, also, ich hatte keine Freunde, und alleine spielen musstest, konntest du im Multiplayer auch alleine spielen, aber du konntest Bots einstellen, ne, so richtig so halt computergesteuerte Gegner, und es gab so viele Variationen an Spielmodi. Das ist ein Traum gewesen. Ich habe zum Beispiel unter anderem immer den Spielmodus Virus gespielt. Virus war quasi, ich glaube mit 10 Mann, glaube ich, war das immer. Ich glaube 10 Bots konntest du immer, also 9 Bots und einer warst du, also 10 insgesamt. Und einer hat angefangen zu brennen. Ja, das war der Virusträger und er, der brennt, musste versuchen, ohne Waffen, du hast keine Waffen gehabt, musstest versuchen, die anderen anzustecken, indem du sie berührst. Und die anderen haben sich versucht, dagegen zu verteidigen mit Waffen. Das war so geil und wenn du versucht hast, als Letzter zu überleben, wenn dann so 9 Leute, die am Brennen sind, auf dich zurennen, das war so geil. Und es gab dann damals für den Multiplayer, man muss sich überlegen, für die Zeit, ich glaube die 90er waren das, wo das rauskam, schon ein Karteneditor für den Multiplayer. Der war zwar jetzt nicht so weltbewegend, aber es war echt cool und hat Spaß gemacht. Es war sehr geil, also von der Idee her und vom Umfang des Spiels war das echt krass. Container, ah, okay. Immer schön in den Kopf schießen, genau. Aber da hätte ich schon irgendwie... Ah, hier. Warte mal. Na, da war doch schon die Mine. Wie zerstöre ich den Container? Ich habe keine Ahnung. Hi, Oro.
Ah, okay. So, und ich glaube, jetzt müssen wir, glaube ich, zurück, ne? Escape. Genau. Through the Portal. Aua, Alter, aua, ich brenne, aua. Da. Und jetzt geht's hier richtig die Action ab. Und man konnte sogar, uah. Man konnte sogar einen Gegner vorbeirennen. Uah. Ich brenne schon wieder. Und die sahen so geil aus, die Gegner. Okay, ich sollte vielleicht mal... Uah, Alter, Hilfe, Hilfe. Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso brenne ich eigentlich immer noch? Ich brenne noch und verliere Leben. Warum? Das ist, glaube ich, ein Bug. Weil normalerweise dürfte ich nicht mehr brennen. Wieso brenne ich denn? Das ist, glaube ich, das ist ein Bug. Oh Gott, ich werde es niemals nicht schaffen. Okay, so war das gewesen mit dem Virusmodus. Oh nein, wir werden sterben. Oh nein, dann muss ich die Mission nochmal machen. Und hier gab es nämlich keine Speicherpunkte. Leute, uah. Oh, das sieht schlecht aus. Man konnte ja auch nicht rennen, es war ja so eine Geschwindigkeit. Oh, das wäre jetzt aber gemein, wenn ich jetzt sterben würde. Aber das ist, glaube ich, ein Bug. Ich glaube nicht, dass ich dauerhaft brennen würde. Gibt's hier Wasser zum Löschen? Hallo? Ich hätte mich unter die Dusche stellen können. Normalerweise. Nein! So kurz vor der Ziellinie. So kurz vor der Ziellinie werde ich sterben. Definitiv. Uah, wo war der Eingang? Uah, hier. Nein! Time out. Wow. Ja, das war Timesplitters. Das Schöne ist, man kann jetzt nur quitten. Ich frage mich, warum. Lording. Das heißt, wir müssen die Mission nochmal machen. Nein! Okay, das heben wir uns auf für eine weitere Folge. Ja, Timesplitters 2. Beziehungsweise Homefront. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich denke mal, dass wir dann hier noch ein bisschen Timesplitters weiterspielen werden. Und bis dato sage ich jetzt erstmal Ciao mit Ü. Und Tschö mit Ü. Und dann, ja, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Also macht's gut. Ciao, ciao.